didn't even get to cross. Zu einer neuen Folge des Minecraft Survival Bauprojekts. Ruckel. Was geht ab? Ja, es ist die 5. Folge, aber ihr müsst wissen, eigentlich wäre es die 8. Folge. Ja, das ist ziemlich traurig. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, es ist aber passiert. Die Folgen zwischen Folge 4 und Folge 8 halt sind weg. Sie sind einfach weg. Ich habe aber auch nicht sonderlich viel erreicht, also es ist halb so wild. Ich habe da drüben diesen wundervollen Rahmen gebaut, da kommt dann das Lager rein. Dann habe ich diesen Weg gebaut, der so super sexy ist. Ich habe das Dach da oben drauf gesetzt und das war es eigentlich soweit. Ich weiß nicht, ob ich das in Folge 4 schon hatte. Warte, muss ich mal nachgucken. Wo waren das? Da. Ich habe nämlich da diesen Höhlen-Minenschacht-Gedöns angelegt, deswegen war ich auch hier drinne. Der geht ein bisschen runter, aber noch nicht so weit, deswegen alles halb so schlimm. So, was machen wir heute? Wir werden heute diesen wundervollen Minengang dort weiter ausheben, gedönsen und alles. Und ich werde euch ein bisschen was erzählen, was jetzt hier eigentlich alles los ist und so und warum so lange nichts kam. Und also, naja, vor kurzem kam ja das Dingsbums, das Let's Talk About, aber das hatte ich auch schon ewig aufgenommen und hatte halt einfach keine Zeit, es zu schneiden. Ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich wenig Zeit, weil immer irgendwas dazwischen kommt und Leute sagen, hey, komm, wir zocken heute an. Und dann, ich bin immer so ein Mensch, der sagt dann, ja, okay, und ich kann einfach nicht Nein sagen, wisst ihr? Außerdem biete ich es jetzt wieder, jetzt nochmal richtig offiziell, biete ich jetzt auf meinem Kanal an, dass ich euch einen Kanalbanner erstelle. Und zwar seht ihr auf meinem Kanalbanner, und etwa in diesem Stil kann der sein, wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr keinen Minecraft-Channel habt, dann kann ich euch natürlich auch einen sehr schönen Kanalbanner machen. Da kann ich gleich nochmal ein Beispiel einblenden, wenn ich dran denke und das nicht wieder vergesse, irgendwas einzublenden. Das liebe ich immer bei Vorträgen. Was? Hier. Verdammt, jetzt habe ich einen Faden verloren. Achso, ja, da blende ich dann mal ein Beispiel ein, wie das dann aussehen könnte, eventuell, wenn ihr es möchtet. Und ich kann natürlich auch was ganz anderes machen, dann müsst ihr mir halt konkrete Vorschläge schreiben. Und wenn ihr keinen YouTube-Kanal zum Beispiel habt, aber E-Mail-Account hat eigentlich fast jeder heutzutage, dann könnt ihr euch an die E-Mail-Adresse, die auf meinem Kanalbanner steht, wenden. Da könnt ihr auch Themenvorschläge und alles hinschreiben oder halt mich sonst irgendwie kontaktieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht unter mein Video euren Skype-Namen schreiben möchtet oder so. Dann könnt ihr euch einfach an diese E-Mail-Adresse wenden. Da könnt ihr halt alles Mögliche an Tipps, Vorschlägen, Feedback und sonst was hinschreiben, wenn ihr das gerne möchtet. Ich werde da mehrmals die Woche nachgucken, wahrscheinlich so. Also wahrscheinlich fast jeden Tag. Dass ich genau am gleichen Tag darauf eingehe, wie ihr es schreibt, kann ich nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. Es dürfte eigentlich alles ganz easy sein. Ich muss unbedingt was essen. Jo. Ja, ihr habt vielleicht den neuen Skin auf dem Kanalbanner gesehen, den benutze ich selber jetzt nicht. Ich benutze immer noch diesen wunderschönen Skin. Ja. Aber die Leute, wir wollen ja auf dem Kanalbanner sofort erkennen, was sie erwarten. Dann erwarten sie wahrscheinlich ein Mädchen und dann sind sie total enttäuscht. Und ja, deswegen habe ich da den männlichen Skin drauf getan. Dieser orangene Anzug, ne, falls man das nicht erkennt, das soll so ein Glumanda-Anzug sein. Ich liebe Glurak, das müsstet ihr wissen. Habe ich ja schon ein paar tausend Mal erzählt. Und Glurak-Skins sehen in den meisten Fällen so kacke aus. Deswegen habe ich mich für Glumanda entschieden, außerdem ist Glumanda halt putziger. Wirklich putzig, ja. Oh, oh. Das ist nicht putzig. Ein Zombie.
Außerdem konnte ich jetzt das Problem lösen, dass man die Leute, die ich in Skype dran hatte manchmal, dass man die doppelt gehört hat. Dass man die doppelt gehört hat, nämlich hat mein Aufnahmeprogramm aus irgendeinem Grund meine Soundkarte zweimal aufgenommen. Aber ich konnte das Problem jetzt zum Glück lösen, hoffe ich. Also beim letzten Mal hat es funktioniert und dann, wenn ich das nächste Mal das Talkabout aufnehme, vielleicht sogar heute Abend, wir haben nämlich noch den Themenvorschlag von Stefan. Was haltet ihr von Product Placement? Muss ich das Video heute noch hochladen, das werde ich wahrscheinlich sogar tun. Dann werde ich ja das ausprobieren und es müsste eigentlich funktionieren. Achso, und wenn ihr mal irgendwelche Vorschläge habt, wen ich als Gast dazu holen könnte, jetzt nicht Hummel Krunk ran oder so, sondern wenn ihr irgendwelche Leute kennt da so, die vom Fame-Status her, sage ich mal, in unserem Niveau sind, oder wenn ihr halt irgendwelche, wenn ihr halt selber mal mitmachen wollt oder so, dann sagt mir, wie ihr in Skype heißt, dann adde ich euch, dann spreche ich mal kurz mit euch, das ist quasi so ein kleines Bewerbungsgespräch und dann werde ich entscheiden, ob ihr qualifiziert seid, weil ich möchte halt Menschen, mit denen man vernünftig reden kann und dann nicht die ganze Zeit rumschreien sind oder sowas. Und sowas gibt es in der modernen Gesellschaft leider recht selten. Oh, warum habe ich mir kein Holz für eine Spitzhacke, für eine Dingsabums mitgenommen, für eine Workbench? Das werde ich gleich mal nachholen. Und ich kann auch noch ein paar Möhrchen abernten. Ja. So viel dazu. Ja. Ja, Intros mache ich natürlich immer noch. Ich werde da wahrscheinlich mir sogar demnächst ein neues machen. Das wird vor diesem Video noch nicht sein, weil ich das jetzt gleich hinterher schneiden werde. Und ich habe gerade nicht allzu viel Zeit, weil ich habe halt heute erst in meinen Stunden Ausfall. Das wollte ich mal wieder nutzen, um aufzunehmen eine Runde. Und ja, muss ich dann um 8 los oder so. Ja, ich glaube so gegen 8 muss ich los. Und das ist jetzt kurz vor 7. Und da schaffe ich es halt einfach nicht, noch ein Intro zu erstellen. Das ist ein bisschen viel erwartet. Ups, ich glaube, ich werde mal eben schlafen gehen. Und ich wollte noch Holz mitnehmen für eine Werkbank. Oh, ich bin so vergesslich. Warum ist die Banane krumm? Ich muss hier oben auch noch irgendwie schöner bauen. Es geht irgendwie noch gar nicht. Nee, also wenn ihr irgendwas Grafiktechnisches und so, Kanalbanner, Profilbilder, sonst was, Minecraft-Skins, irgendwas habt, was ihr braucht und ich euch nicht selber in der Lage seht, das zu machen, dann schreibt mich gerne an. Und ich werde sehen, was ich tun kann, weil ich möchte später so beruflich in die Richtung Grafikdesign, Game Design und sowas gehen. Und das sehe ich dann halt als Übung schon mal. Und sowas kann ich dann auch in meine Bewerbungsmappe reintun, wenn die dann halt da so. Boah, ich muss mal eben den Zeus Shader reinmachen. Irgendwie der Kuga rockiert gerade ein bisschen. So, wie viel haben wir denn? Ja, nicht mehr, ist ja komisch. Ist wahrscheinlich, weil die Aufnahme noch mitläuft oder so. La 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 la. Ich find's echt traurig, dass ich da diese 3 verkackte Aufnahmen verloren habe. Also halt Folgen. Ich habe die ja schon sogar schon geschnitten. Wahrscheinlich habe ich sie gelöscht, weil ich dachte, ich hätte sie schon hochgeladen oder so. Naja. Das sieht irgendwie gerade voll ranzig aus. Ich will den Shader nicht rausmachen. Shader sehen immer gut aus. Fotoplays. Das ist mein PvP-Shader. Weil der halt nicht so viel Leistung zieht und trotzdem ganz cool aussieht eigentlich. Da halt jetzt erstmal kurz 10 drin. Ja, komm, das geht doch. Ich muss da mal gucken. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, woran das mit den Performance-Problemen liegt. Ja, ich hatte die Render-Distance hier richtig hochgestellt letztens. So, jetzt kann ich auch wieder ein Kuda reintun. Das sollte alles
flüssig laufen. Komisch, warte. Ich stelle mal auf. Ich stelle einfach mal auf 10 Normal. Tut ja jetzt keinem weh. Ich will mal noch wissen, woher der Zombie kommt. Der muss irgendwo in die Richtung nach unten sein und dann nach da ein bisschen. Ne, eigentlich müsste. Warte, müssen wir doch nochmal stuhlen. Ne, der müsste eigentlich. Okay, ich glaube, wir buddeln uns gerade straight auf eine Höhle. Ups. Screenshot wollte ich gar nicht machen. Höhe 29. Okay, auf Ebene 11 wollen wir. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel zu tun. Ich stoße die ganze Zeit gegen diese blöde Schüssel gehen. Wir haben auch nur 5 Minuten Zeit. Also, auf Ebene 11 sollten wir auf jeden Fall noch ankommen. Aber ich glaube, mit Strip Mining wird es diese Folge nichts mehr. Deswegen werde ich dann gleich mal hier beenden. Und Strip Mine tun wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht finden wir auch noch was anderes Cooles. Mal sehen. Vielleicht irgendwie in Minecraft oder so. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Vielleicht machen die Viecher gerade paranoid, ne? Und die Lava. Hilfe. Ups, ich mache mal hier F3 an. Damit ich immer schön sehe, auf welcher Höhe ich mich befinde. Ich habe nämlich keinen Bock damit zu zählen. Ja. Übrigens, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, schaut unbedingt mal beim Luca vorbei. Der hat gerade ein Skyblock-Projekt, also Link zu, wenn er eine Playlist erstellt hat, zur Playlist, sonst einfach nur zu seinem Kanal, wo ich auch mit dabei bin. Und wir haben, glaube ich, jetzt 2 Folgen, 3 Folgen oder sowas gemacht. Und das ist echt cool, also das könnt ihr euch mal geben. Ist halt Skyblock auf dem Cytoxin-Server, einem der besten Server, wie ich finde. Und Luca auch. Also, Cytoxin ist echt mein Lieblingsserver. Bis auf die Tatsache, dass er nicht Master-Builders hat. Das wäre echt cool. Das könnte ich auch mal aufnehmen. Ah ja, da gibt es noch eine witzige Geschichte. Ich glaube, die kriegen wir jetzt noch schnell hinten ran. Kriegen wir? Ja, locker. Nämlich hat sich Dominik letztens mal wieder seit 1000 Jahren gemeldet, ne? Und dann wollte er mich so ein bisschen verarschen mit Luca zusammen. Und dann haben sie so, ja, komm auf den Server und so und komm mit uns in die Konfi. Dann sind sie irgendwie auf privat gegangen für eine halbe Stunde oder sowas, keine Ahnung. Was natürlich schon mal, oh, das ist ja jetzt tragisch. Und ich habe schon wieder kein Holz mitgenommen. Okay, dann gehe ich jetzt den Rest der Folge noch. Oh, auf welcher Höhe waren wir jetzt gerade? Auf jeden Fall meinten sie dann, ja, komm, wir nehmen jetzt auf. Was möchtest du denn aufnehmen? Ach, du möchtest doch bestimmt Master-Builders aufnehmen. Habe ich so gesagt, ja, wartet mal kurz, während ich die Aufnahme starte. Haben wir dabei schon ins Fäustchen gelacht, weil ich so gedacht habe, ja, okay, da ist doch was im Busch, ne? Und ja, vor der Aufnahme alles in Ordnung. Und so anderthalb Minuten, nachdem ich die Aufnahme gestartet habe, 30 Sekunden, keine Ahnung, also ziemlich kurz danach, hat Luca dann so mit seinem geilen Schauspieltalent rausgehauen, oh, mein Mikrofon zeigt gerade eine Fehlermeldung, was stimmt denn da nicht? Und dann haben die da diesen Stimmverzerrer von Skype reingehauen und das war mega lustig. Vielleicht hätte ich das sogar aufnehmen sollen. Das wäre ziemlich witzig gewesen, das habe ich. Da hätte ich irgendeinen Zurücktroll machen können. Muahaha. Was kann ich noch mit diesen Stufen anfangen? Naja, auf jeden Fall. War das irgendwie richtig scheiße organisiert. Also ich habe eigentlich sofort gemerkt, dass sie mich verarschen wollen. Hab dann Dominik so angeschrieben, ja, du warst alles frei, ne? Das war gerade ein Trolling, ne? Und er meinte erstmal so, was? Nee, ne? Was meinst du? Und dann, ich glaube 2 Minuten später oder so, hatte Luca mich dann angerufen. Ja, hat Dominik es dir schon erzählt und so, dass er mich verarscht hat oder was? Ja, nö, hat er nicht. Ja, und dann habe ich ihn halt nochmal angeschrieben. Ja, die Verarsche war richtig scheiße organisiert. Und dann meint er so, hä, was meinst du, welche Verarsche und so? Hat sich noch irgendwie versucht, da rauszureden mit Skype-Bugs oder so. Oh mein Gott, meine Stimme versagt gerade.
Es war auf jeden Fall irgendwie ziemlich witzig. Also während der Aufnahme, also Aufnahme in Anführungsstrichen, ja, es macht total viel Sinn, wenn ihr mich nicht sehen könnt und ich Anführungsstriche in die Luft mache. Also während der gespielten Aufnahme habe ich erstmal so, ja, was ist denn da los? Was könnte das nur sein? Oh, das hört sich aber lustig an. Ja. Ja. So. Ach, gehen wir jetzt noch die letzte Zeit hier ein paar Bäumchen fahren. Oh, wie viel Zeit haben wir denn noch? Weniger als eine Minute. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir haben fast nichts erreicht. Naja doch, wir haben uns ein ganzes Ende nach unten gebuddelt. Und in der nächsten Folge gibt's dann Mining. Und was? Okay. Ich würde sagen, jetzt wurde schon zu viel gesagt. Bläh. Habe ich auf meinen Popschutz gespuckt. Sehr widerlich. Und damit beende ich die Folge, liebe Leute. Ciao. Achso, und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann... Oh, genau wo er angefangen hätte zu piepen, habe ich ihn ausgemacht, den Timer. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann geht in die Ecke und schämt euch, aber lasst auf keinen Fall einen Daumen runter da, weil dann weine ich. Und ja, schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen zum Survival-Bauprojekt. Ich muss mir eine bessere Verabschiedung einfallen lassen. Ich glaube, ich belasse es einfach. Bye, haut rein, Leute, und ciao.